Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute wieder mit einer Box. Danke an Woodbox. Link ist unten in der Beschreibung für mehr Infos. Jeden Monat eine Box mit bisschen Anime, Gaming, Thema. Was mich daran erinnert, Mac 2018. Ich glaube, es heißt Mac oder Mark. Keine Ahnung, in Erfurt. Wann ist denn das nochmal? 5. bis 7. Oktober. Ich werde da sein. Das ist auch so eine Anime, Manga, Gaming Messe. Eine Menge Cosplay und dies, das. Und Niantic wird auch dort sein. Und Hong, ich werde da sein. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Aber ja, noch eine Box am Start. Wie gesagt, danke an Woodbox. Und während wir die aufmachen, blende ich hier mein Mewtwo-Rate von gestern ein. Ganz normaler X-Rate. Bisschen wenig Leute am Start. Ich glaube, die meisten waren im Urlaub. Und dann habe ich auf Instagram auch noch was gepostet. Und zwar habe ich nur das Ei gepostet. Und da habe ich gefragt. Werbung. Da habe ich gefragt, was daraus schlüpft. Regigog oder Ho-Oh? Das war natürlich eine Fangfrage. Dann kamen natürlich ein paar, die haben geschrieben, ja, Hong, es kann nur Ho-Oh jetzt am Wochenende kommen. Das weiß ich natürlich, aber es ist natürlich Mewtwo geschlüpft. Ja, war ganz lustig. Check mein Instagram ab. Das müsste, das könnte möglicherweise schon weg sein. Die Stories halten ja nur 24 Stunden. Aber für solche lustigen Stories folgt mir auf Instagram. Ja, dann sind ein paar drauf reingefallen und haben mir geschrieben, Hong, nur Ho-Oh kann kommen. Ein Motiv, von dem ich wieder mal keine Ahnung habe, was das sein soll. Ah, Hellboy. Okay, hat sich erledigt. So. Yo, was ist denn das, Mann? Ich weiß nicht genau, was es ist, aber da ist Genos drauf. Von One Punch Man. Irgendeine Sammelkarte oder so. Sieht schon episch aus. Sind da noch mehr? Nein. Toll. Ich habe einfach eine random Sammelkarte. Ist zwar geil, aber eine allein bringt mir nicht viel. Naja. Dann haben wir einen. Okay, das ist auch heftig. Batman Schlüsselanhänger. Und Flaschenöffner wahrscheinlich. Der ist auch... Der ist edel. Stabiles Material. So. Noch ein Pin natürlich. Pin am Start. Für meine Pinsammlung. Motiv unbekannt. Ich habe das Gefühl, ich sollte den kennen, aber mir fällt gerade nichts ein. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr wisst, wer oder was das sein soll. Ah, da steht's. Irgendwas mit Justice. Sagt mir trotzdem nichts. Nama. Eine. Ah. Das. Aha, okay. Das Thema ist Superhelden. Wir haben hier Batman, wir haben hier irgendwas mit Justice. Wir haben hier Genos, wir haben hier Deadpool, auch wenn der nicht ganz sehr heldenhaft aussieht, mit seinen Einhörnern. Unicorn Selfie, Hashtag, Deadpool. Alles klar, die Figuren sind immer geil. Thema auf jeden Fall Superhelden. Und das letzte. Oida. Nein. Digga, was ist das, Mann? Erstmal One Punch Man, heftig. 88 Karten. Ein Saitama-Piece, 8 Victory-Pieces, ein Gameboard, also ein Spielbrett. Yo, was ist das, Mann? One Punch Man Box, Game Box. Heftig. Also die Boxen in letzter Zeit sind ziemlich, ziemlich geil. Und das sage ich nicht nur, weil ich gesponsert werde. Also die Box gestern war schon geil, aber die heute... Alter, ich freue mich wie ein kleines Kind, Mann. One Punch Man, Anime kann ich empfehlen, / Manga. 2-4 Spieler, 10 plus. Alter 30? Ne, Spieldauer. Alter 10 plus, Spieldauer 30 Minuten. Joker bei Tsume. One Punch Man. Oh. So. Richtig, Alter. Yo, King. King. Was ist das für ein Spiel? Demnächst ein Video, wo wir das spielen werden. Vielleicht, wenn ich genug Leute zusammenfinde. So. Okay. King. Ganz oft King. Atomic Samurai. Der ist egal, das ist ein No-Name. Bang. Silver Fang. Yo, der ist heftig. Krasser alter Opa. Die ist... Alter, ich finde die so OP. Die ist richtig OP.
Dann haben wir hier Krablante. Okay, das waren die Figuren. Und hier sind so Ereignisse, nehme ich mal an. Mosquito Girl. Okay. Ja. Wir haben echt keine Ahnung, aber ich bin sehr überrascht. Freudig überrascht natürlich. So. Hier haben wir noch einen Stapel mit Karten und Figuren. Die Frage ist nur, wieso war der draußen? Der war nicht im Spiel drin, der war einfach draußen. Das macht keinen Sinn. Speedo Sound Sonic. Der ist auch verschwunden. Yo, Moomin Rider. Der Knecht Moomin Rider. Der Bauer. Aha, Fubuki. Die kleine Schwester von der, die ich gerade gesagt habe, die ist OP. Sweet Mask. Wer ist Sweet Mask, Alter? Genos, das ist er. Das ist der hier. Nur haben wir den hier nochmal in Rare, sag ich mal. Oh mein Gott, nicht der Typ. Pugi Pugi Prisoner. Und Nummer 6 ist Metal Bat. Yo. Hab keine Ahnung, was das ist, aber er ist auf jeden Fall geil. One Punch Man. Jo, ich pack das mal wieder ein. Wird demnächst mal gezockt. Was ist das hier? Für die Karten oder so wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall fette Starker Woodbox. Krasse Box, krasses One Punch Mental Spiel. Mewtwo Raid ist wahrscheinlich schon ausgelaufen, weil so lange habe ich mich über das Spiel hier gefreut. Link ist unten in der Beschreibung. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief mit Mewtwo. War ja gut, war ja nicht gut. Nächste Woche habe ich 2 sogar. Ist am Montag während der Arbeitszeit, aber ich habe kein Problem, ich müsste beide schaffen. Aber das war's von mir, wie man liken, subscriben, kommentieren. Gebt ein Like für One Punch Man und folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.